einmal die Handschuhe anzuziehen und dieses, was ist das, ein Barett aufzusetzen. So, nun möchte ich ganz kurz die Regeln verlesen, ja? Es ist so, wir werden jetzt ein Spiel spielen, das nennt sich Porno-Pantomime. Das heißt, ich werde gleich zwei Pornotitel zur Auswahl geben. Moritz sucht sich einen aus. Maurice. Und dann Maurice. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer en français comme ça? Comme ça, je me sentirai mieux. Oh oui, on va faire ça? J'ai un gros zizi. Du bist so unangenehm, weißt du das? Ah, oui. Un gros coup. Ah, tu veux dire un gros... mais non. Mais ça, ça s'appelle la bite. Si, de calme, tu veux dire que t'as un grand bite, quoi. Comme ça, les gens, ils te comprennent bien. Bah voilà, pour vous, que vous comprenez le français, quoi. Là, il a un grand bite. Moi, je savais pas qu'il a une grande bite. Oui, j'ai mal à la tête. Maintenant, on le sait. Ah oui? Alors, on va mettre les gants. Mais sœur, silence. La casquette. Et vas-y. Shut the fuck up. So, wir haben jetzt ein Spiel. Ich möchte kurz die Regeln erklären, ja? Wir werden, Moritz bleibt doch jetzt gleich hier sehen, er sucht sich einen von zwei Pornotiteln aus. Sein Team, und das besteht aus noch Joko Winterscheid und Paulina Roginski, das Team McDonald's, darf raten, ja? Wenn ihr es richtig erratet, dann kriegt ihr einen Punkt. Danach werden wir einen anderen aus diesem Team, ja, das Team Two and a Half Celebrities, werden wir gleich noch jemanden auf der Bühne haben. Und die anderen beiden dürfen raten. Ich bin mega angepisst wegen dieser Scheiße. Was soll das? So. Und am Schluss werden wir sehen, wer die Nase vorn hat. Moritz Bleibtreu fängt an, wie gesagt, Pantomime, ja, also nonverbal das Ganze. Und meine Damen und Herren, jetzt geht's los. Hier ist Porno-Pantomime. So, und hier haben wir die beiden Titel. Such dir mal einen aus. Welchen nimmst du? Komm, die kennst du doch alle, Moritz. Ja? Okay. Ja, kenn ich, es voll alt auch schon. Okay. Aber ist echt krass. Also. Gut, ich sage, meine Damen und Herren, Moritz, die Zeit läuft. Hallo? Hallo, ich will ficken. Hallo, ich, was, super? Hallo, hallo. Mein Gott, mach hin, die Zeit läuft. Stopp. Stopp. Hallo, ich sehe, Sie haben schöne Titten. Ich habe ein Auge auf Sie geworfen und will danach etwas anderes. Hallo, Doktor. Hallo, Arzt. Hallo, Augenarzt. Hallo, Zyklop. Ich stehe auf Behinderten. Ist das eigentlich Zeit? Was? Vanina! Warte, hallo. Hallo, Doktor. Meine Titten. Zwei und Arsch. Fäkalrasur. Hallo, Titten sind im Arsch. Hallo, Doktor, meine Titten sind im Arsch. Hallo, Doktor Scheiße. Doktor Scheiße. Doktor Scheiße. Hallo, Doktor Mabuse. Oh, irgendwas mit Doktor Mabuse. Rosette. Dr. Scheiße! Dr. Mabuse! Dr. Scheiße! Ich stehe auf... Was? Also ich nicht, aber... Kot! Kot verschmiert! Arschloch! Ui! Arschloch, Doktor, Doktor, Arschloch! Hallo, Doktor! Hallo, Doktor! Ich! Ich muss dafür einen halben Punkt vergeben, denn es war wirklich nah dran. Einen Digga, halben Punkt. Du hast mir noch nicht mal gesagt, wie viel Zeit ich überhaupt habe. Ja, ich wusste nicht, wie viel Zeit ich habe. Der Titel, Punkt, den du erstmal nicht gewählt hast. Hey, du nimmst das ein bisschen ganz zu ernst, gut. Das ist Porno-Pantomime. So, aber du bist in meinem Team. Hörst du bitte auf. So, Palina ist die Nächste, genau. Hallo, Ruhe jetzt bitte. Ich sag erstmal den Titel, den du nicht genommen hast. Das war Meister Leder und sein Pupsmuskel. Ja? So, und dieser war, und du warst so nah dran, deswegen muss ich einen halben Punkt vergeben. Hallo, Dr. Scheiße, mein Arschloch brennt. Was? Mein Arschloch ja. brennt gewesen. Ach, es war nicht Hallo, schlecht. Doktor, mein Scheiße, natürlich. Ja. Genau, aber ein großer Applaus für Moritz Bleibtreu und für das Team McDonald's. Ey, das war gemein. Es gibt eine halbe Zeit. Ich hätte behaupten. Nur so gemacht, ja. Dann hättest du gewusst, hallo, Dr. mein... Ja. Arschloch brennt. Ist ein Feuerzeug, genau. So, deswegen herzlichen Dank erstmal. Das war, ist gut. Aber wir haben einen halben Punkt. Du musst jetzt wieder von der Bühne runter, du hast schon deinen Punkt. Wir haben jetzt einen halben Punkt, ja? Ihr habt einen halben Punkt, das ist nicht schlecht. Moritz, hör auf! Ach, das ist nicht schlecht. Hallo, Axel. So, ich wusste nicht, wie viel Zeit wir haben. Das macht doch nicht. Meine Herren, nun gilt es für euch, zuzuschauen und ihr müsst raten. Fari und Miki. Genau, jetzt haben wir hier zwei Auswahlmöglichkeiten. Welchen hättest du gerne? Das habe ich auch. Ja. Oh Gott, was ist das denn? Naja. Ja. Das kriegt ja nicht hin. Welchen nimmst du? Ich überlege gerade. Den. Okay, also du nimmst nicht Spermarella und die sieben Bukake-Zwerge. War mir zu einfach. War dir zu einfach? War mir zu einfach. Und deswegen nehmen wir jetzt den ersten Titel und ich sage, Axel Stein, die Zeit läuft. Auf Schloss Bulls klappern die Nüsse. Scheide. Was denn? Drehwurm im Sack. Drehwurm. Was denn? Scheide sauber machen. Das ist das Wort. Fuck!
Casino Oral. Schau mal, Scheide sägen. Was denn? Die Scheide sägt sich nicht von selbst. Was ist das? Was ist denn? Pass auf. Was denn? Knopfleisch, Sack, Scheide. Sack. Die sind so schlecht. Sperma, Schlacht und Midway. Was ist das? Was? Scheide, Stopp. Was hier? Sowas? Höhe. Bauch, Bauch. Scheide, Hemd. Hemdscheide. Hemd, was macht man mit dem Hemd? Was denn? Hemd öffnen. Hemd auf, ich spritze. Nee, hier. Ja, ist ja... Oh Gott. Was denn? Scheide, Säge. Ich dübel dir an. Spucke, oh. Spucke, Spucke. Dübel, Dübel. Dübel, Dübel. Der Handwerker. Die Scheide dübeln. Ja. Was denn? Scheide dübeln. Scheide. Scheide dübeln. Scheide. Scheide dübeln. Der Scheide dübeln. Ja. Bügel. Ja. Bügel. Ich bügel dir. Oh, und da muss ich sagen, auch dafür muss ich einen halben Punkt vergeben. Denn, dass das Bügel mit drin war. Also der Titel. Was? Du weißt doch gar nicht, welchen Titel ich sagen musste hier. Bügel, was bügeln? Der Titel ist Alte Speckmösen frisch gebügelt. Alte so. Speckmösen? Und dafür Scheide, weder die Möse noch den Speck. Damit hier reingeht. Alte weg. Ja, halber Punkt auf jeden Fall. Wir hatten drei Worte richtig. Bügeln war richtig. Bügeln? Naja. Möse? Oh, Moritz, dann hol doch die Polizei am besten. Euch, so. Meine Herren, hohes Gericht. Der nicht auf und sagen, Scheide, 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 Bügel, Scheide, Scheide. Animal-mäßig, hey, ja. Ne? Gericht, wir hatten Speck. Das war's, Bari, ne? Wann hattet ihr denn Speck? Ja, Antrag stattgegeben, hab ich doch längst gesagt. Halber Punkt, ihr habt jetzt noch einen Durchlauf. Zurück und zeig mir, wo die Speck gehabt haben. Speck hatten wir, weil er hat es so gemacht. Er hat so gemacht. Genau. Wer hat Speck gesagt? Du, ich hab Speck gesagt. Ja, hat er. Ja. Leute. Ja. Moritz bleibt vor. Können wir die Zeitlupe jetzt ist aber mal gut. So, also wir haben jetzt hier jeweils einen halben Punkt vergeben, deswegen gibt es jetzt noch einen Durchlauf für jedes Team, um das Ding hier zu entscheiden. Also, Paulina, auch du hast zwei. Ja, zu Recht. Du hast hier zwei Auswahlmöglichkeiten, welches hättest du gerne? Paulina, scheu dich nicht, es richtig intensiv vorzumachen. Hallo? Wer denkt sich das denn aus? Magma Films zum Beispiel. Sag mal, welchen sie nicht nimmt. Ja, das. Du nimmst den? Warte mal. Okay. Das kann man sich ja gar nicht merken. Egal. Also, du nimmst das und nicht nimmst du und täglich schmerzt die Murmel hier. Gut. Und alle Männer so, den kenn ich, hab ich gesehen. Sehr gut, Paulina, okay. Job, die Wette gilt. Ja. Warte, warte, was? Okay, gut. Schwanz, Kuppe, Bücken. Tiefe Schwänze. Doggy-Style. Ja, was denn? Paulina, deine Zeit rennt. Ja, also. Bücken. Tief runter. Keine Ahnung. Also, also das ist einfach, das kann man hinkriegen. Das sieht aus wie Air Berlin. King, was? Zwergenschwänze. Zwerge. Zwergschwanz. Zwergenschwanz. Schneefittchen und die Schneefickchen. Zwergenmuschi, Zwergenstück, Zwergenklein. Kleine Männer, große gebückt. Schwänze. Riesending. Blumenkohlpenis. Großer. Woher weißt du sowas? Großer. Ich war mal beim Arzt. So groß wie ein Zwerg. Der. Kla- Zwerg. Hast du irgendeinen anderen Zwerg. Ich bin sicher. Zwerg. Nochmal Zwerg. Hast du schon? Nur noch 27 Minuten. Großer Schwanz wissen wir auch. Große Schwänze, Klein. Kalt. Große Schwänze, große Schwänze kuscheln gern. Große also. Dinger kuscheln gern, großen Dingern ist nie kalt. Na, so, das Ding ist, der Titel ist Zacharias Eichelzupf, der Zwerg mit der riesigen Lustwurzel, da hätte man drauf kommen können. Was war der andere? Warte, Moment mal. Wo geht der für die Entschuldigung? Der andere wäre noch leichter gewesen. Ja. Was war der andere? Und täglich schmerzt die Murmel mir. Bitte? Und täglich schmerzt die Murmel mir, wäre der andere gewesen. Das wäre doch viel einfacher gewesen. Ja, gut, das ist euer Team. Da bin ich nicht für verantwortlich. Können wir das nicht nochmal machen? Ich glaube nicht. Wieso denn nicht? Ich bin das einzige Mädchen. Ich gebe einen fairen Mitleidspunkt. Ja. So. Vielen Dank. Dankeschön. Aktuell steht es einen Dreiviertelpunkt für das Team McDonald's und einen halben Punkt für das Team Two and a Half Celebrities. Fari, konzentrier dich, ne? Fari, mach sie fertig. Killer. Dürfen wir mitraten? Nein. Was?
Wobei doch. Ja. Können wir nicht mitmachen? Das möchte ich nicht. Das macht uns die Konzentration kaputt. Hast du hier so Lippensynchron? Ich nehme das Erste. Okay, das heißt, du nimmst nicht Opa, nicht nur dein Knie ist steif. Gut. Alles klar. Ich nehme den. So. Die wurde Sperma. Hier. So, meine Damen und Herren, top, die Wette gilt. Zunge weg, ich furze. Oma, Opa alt. Opa, okay. Anspritzen. Ins Gesicht. Oral. Facial. Alte. Ich geb dir die Perlenkette. Spermaschlacht. Lecken. Spermaschluckende. Schleimomas. Spermaschluckende Omas. Am Krückstock. Natürlich. Ja. Alt. Was? Spermaschluckende. Ängstliche alte Omas. Eicheln sollst du weichen, Eunuchen sollst du suchen. Schuhwichse im Gesicht. Wix, Schuhcreme, Creme, Gesichtsbesamung, Creme. Bei alten Gesichtscreme. Ficken ist nicht verraten, das hört man nie. Gesichtsschmiere, schmier mir die Creme ins Gesicht. Creme, ja, schmier mir. Schmier der alten Ängstlichen Schuh. Der Erdalfrosch macht sie ja auch. Ich kann's. So, aber ey, es waren so viele Worte dabei, damit kann ich schon mal sagen, also es hieß, devote Sperma-Obers machen Fußcreme. So, hallo. Und deswegen muss ich sagen, es waren zu viele Worte dabei, als dass ich diesen Punkt nicht gelten lassen kann. Das Team Fiona Haas Celebrities hat gewonnen. Das Team McDonald's hat das Nachsehen. Aber vielleicht irgendwie ein paar Gutscheine, ein Happy Meal. Ronald McDonald's kommt zum Trösten, wer weiß.